Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie wir das Problem beheben können, wenn Secret Neighbor nicht startet. Da gibt es ein paar Wege, die ich euch gerne ans Herz legen würde. Und bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar eurerseits freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine sehr große Freude und deswegen, warum nicht? Lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. So, dann starten wir direkt ins Video rein. Und zwar, zu Beginn müssen wir uns mal die Desktop-Verknüpfung von Secret Neighbor suchen. Also einfach auf eurem Desktop suchen, ob ihr die irgendwo habt von Secret Neighbor. Und dann können wir einmal Rechtsklick drauf drücken. Und hier zuallererst würde ich euch mal empfehlen, das Ganze als Administrator auszuführen. Und dann weiter, aber ich denke mal, das ist relativ obvious und haben die meisten schon probiert. Ansonsten gehen wir hier, oder grundsätzlich würde ich euch auch empfehlen, mal unbedingt euren PC neu zu starten davor. Dann aber weiters können wir hier auf Properties mal gehen und hier können wir dann auf den Reiter Compatibility gehen, beziehungsweise Kompatibilität und können dann hier ein paar Einstellungen vornehmen. Wir beginnen einmal damit, dass wir das Ganze in den Kompatibilitätsmodus setzen. Dafür einfach hier den Haken setzen und Windows 8 passt perfekt. Dann können wir hier unten auch noch weitere Einstellungen vornehmen und zwar würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, Disable Fullscreen Optimizations bzw. deaktiviere Vollbildoptimierungen einmal anhackeln und Run this program as an administrator auch unbedingt einmal anhackeln. Genau, dann können wir hier unten rein theoretisch das Ganze auch noch für alle Benutzer gleichzeitig übernehmen. Falls wir das Spiel auf mehreren Benutzern installiert haben, ist jetzt aber wahrscheinlich für die wenigsten interessant. Dann können wir hier einmal auf Apply drücken bzw. übernehmen und auf OK und das Ganze auch schon wieder starten. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn das Ganze noch immer nicht funktioniert, bitte unbedingt einen Kommentar schreiben. Dann werde ich euch so schnell wie möglich antworten und dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute.